Umzug selber machen oder machen lassen. Dann überleg mal, was du alles brauchst. Du musst organisieren ein Auto. Du musst für Getränke sorgen. Du musst das Ganze, was drumherum ist, besorgen. Du musst Bekannte und Freunde besorgen. Da weißt du ja, wie das manchmal ist, ne? Der eine hat im Kreuz, der andere hat das. Und dann hast du noch die ganze Arbeit. Drei hilfreiche Tricks gebe ich dir jetzt mit auf den Weg. Tipp Nummer 1. Rechne dir mal aus, was das kostet, wenn du es selber machst, abgesehen von der Arbeit, abgesehen vom Ärger, abgesehen von den Beschädigungen, oder wenn du machen lässt. Tipp Nummer 2. Hole dir doch einfach mal 5 Angebote rein. Auch das von UMTL und vergleiche mal miteinander. Und was noch dazu kommt, ist ja dann die Sympathie, die Chemie und das Bauchgefühl, was dann sagt. Das ist es. Tipp Nummer 3, und das ist, was ich immer wieder sage, hörst du überall, wo ich was sage, guck dir die Bewertung an. Bewertung ist für mich das Ausschlaggebende, abgesehen von der Sympathie, von der Chemie und von dem Preis. Aber die Bewertungen sind für mich wichtig. Das sind 3 Tipps, die du mal beachten solltest. Tja, und jetzt musst du entscheiden. Gebe mal einfach bei Google UMTL Umzug ein. Da wirst du uns finden. Denn Google weiß, was gut ist.